wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Screener Aussichtsterbe erfolgreich handeln. Und das machen wir natürlich mit Manuel Lücke. Diese Webinare, ich freue mich sehr, dass er wieder für uns hier die Zeit gefunden hat. Und natürlich umso mehr freue ich mich, dass Sie heute live dabei sind. Es wird ja auch immer mehr und mehr sehr erfreulich. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, sehe gerade im Chat. Also guten Abend nochmal an alle. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Begrüße Sie im Namen von FXLED. Und bevor ich den Bildschirm dann final übergebe, sprechen wir wie immer kurz über den Risikohinweis, denn dieses Webinar dient ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte unbedingt Ihre eigene Entscheidung treffen und diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, unabhängig vom Inhalt heute. Ja, das ist sehr wichtig. Okay, dann Manuel, an der Stelle nochmal offiziell schönen guten Abend. Schön, dass du mit uns das Webinar heute machst und ich übertrage jetzt sehr gerne den Bildschirm. Moment, so. Und wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Vielen Dank für die Einleitung und vielen Dank für die Möglichkeit, das Webinar heute zusammenzugeben. Mein Bildschirm habe ich freigegeben. Vielleicht kann man mir noch mal ein kurzes Feedback geben, ob man den auch gut sehen kann. Ja. Perfekt. Ja, dann kann es losgehen. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Wir haben heute ein super spannendes Thema mit den Außenstehenden so richtig darauf aufmerksam geworden bin ich eigentlich durch die Community, die halt immer wieder danach gefragt hat. Wir wollen Filter haben im Forex-Screener für die Außenstäbe, damit man die finden kann. Davor war das Thema so ein bisschen unter meinem Radar, muss ich ehrlicherweise gestehen. Es ist auch generell ein Thema, was weniger zu finden ist als die ganzen Mainstream-Themen wie Pivotpunkte, Fibonacci, SMA-Crosses und so weiter. Deswegen freue ich mich, dass wir uns darauf ordentlich fokussieren konnten und Ihnen heute guten Content dazu bieten können. Genau. Bevor es losgeht, eine kleine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin jetzt schon seit ja, ein Drittel meiner Lebenszeit am Markt bzw. mit der Börse und der Informatik verheiratet. Das ging bei mir damals los rein zufallsbedingt, indem ich eigentlich nur ja, ein Unternehmen gesucht habe, wo ich meine ersten Schritte als Informatiker machen kann. Und ich bin damals, hatte ich mich bei einer Firma beworben, da hat man auf der Webseite gar nicht wirklich gesehen, was die eigentlich machen, sozusagen. Ich hatte davon auch gar keine Ahnung, was mich erwarten wird in meinem Leben als Informatiker. Und letztendlich ja, bin ich in der Firma gelandet, die komplett ihr Geld mit der Börse verdient hat, also mit ihrem eigenen Kapital quasi gearbeitet hat. Und es ging nur um Handelssysteme entwickeln, Handelssysteme laufen lassen, Geld damit verdienen, das Kapital vermehren. Es waren sehr glückliche Jahre gewesen. Ich habe da eine Menge gelernt, war dort insgesamt 5 Jahre angestellt und habe da ja, also quasi von Praktikant über Werkstudent bis Vollzeitangestellter meine ersten Jahre erfolgreich verbracht. Später dann habe ich mich mit einem Kollegen zusammengetan und wir haben eine Firma selber gegründet für die Entwicklung und den Vertrieb quasi von automatischen Börsenhandelssystem, speziell für den MetaTrader. Und der nächste Schritt später war dann quasi die Gründung des Forex-Screeners, also ein Screener, mit dem Sie Trade-Gelegenheiten finden können an der Börse. Darum wird es heute auch noch gehen. Und unser jüngstes Projekt quasi nennt sich Top Trading Software. Das ist ein Projekt, womit wir Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Algorithmen zu automatisieren, beziehungsweise wenn Sie gerne ein Handelssystem individuell entwickelt haben wollen, dann können Sie mit uns in Kontakt treten auf www.top-tradingsoftware.de und können dort Ihre Anfrage stellen.
Okay, so viel zur Vorstellung. Ich würde sagen, wir starten mit dem Thema. So sieht die heutige Agenda aus, grob gegliedert. Wir werden im ersten Teil darauf eingehen, ja, was sind Außenstäbe überhaupt und wie kann ich daraus vielleicht meine Vorteile ziehen? Also wir werden uns das Ganze im MetaTrader anschauen, nachdem wir uns das in der Theorie angesehen haben. Danach werden wir einen Blick in den Forex-Screener werfen und gucken, wie können wir gewisse Situationen mit unserem Screener abbilden, damit wir ja, Trading-Szenarien finden können. Und nach diesem Punkt werden wir Setups, also ich habe drei Setups vorbereitet, die werden wir besprechen. Ich werde sie vorstellen, mögliche Setups, die man entweder übernehmen kann oder sich davon inspirieren lassen kann. Und dann eventuell eben nachhandeln kann. Genau, dann geht's los. Hier nochmal einen Schluck von meinem Kaffee. Geht's los mit den Basics? Was sind Außenstäbe überhaupt? Und wir haben hier in dem Bild ja, einen Außenstab abgebildet. Und zwar, man sieht zwei Kerzen. Die rechte davon ist ein Außenstab. Und ganz wichtig ist hier der Bezug. Man kann also zur Vorkerze, weil man kann als alleinige Kerze kein Außenstab sein. Man bezieht sich immer auf die, in dem Falle Vorkerze, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, darauf werden wir auch noch eingehen. Aber als Basic-Ansatz erstmal der Bezug zur Vorkerze in dem Beispiel. Wichtig ist, dass diese Kerze eben ihren Schlusskurs hat unter dem Tief der Vorkerze. Und das macht diese Kerze in diesem Beispiel zum Außenstab und es ist ein bearischer Außenstab in diesem Beispiel. Man kann davon außer Acht lassen, wie das hoch ist oder wie der oben ist. Es geht hier quasi in dem Beispiel nur um den Vergleich mit dem Schlusskurs zum Low oder in dem anderen Falle wäre es dann halt zum Hoch. Und den anderen Fall, den können wir uns jetzt gerne mal kurz anschauen. Das linke Beispiel ist das gleiche, wie gerade eben schon gezeigt. Das rechte Beispiel ist ein bullischer Außenstab. Hier haben wir jetzt wieder den Fall, dass unser Schlusskurs der Kerze höher ist als das Hoch der Vorkerze. Und das ist in diesem Beispiel unsere Definition für einen Außenstab. Das Ganze ist jetzt noch ein vereinfachtes Beispiel, wie gesagt. Ich werde gleich mal zeigen, was noch mehr dahinter steckt. Aber als letzten einfachen Einstieg haben wir auch noch die Definition eines Bin-Stabs, wieder in Bezug auf die Vorkerze. Und die rechte Kerze ist in dem Falle ein Bin-Stab, weil sich der Schlusskurs der Kerze innerhalb des Hochs und des Tiefs der Vorkerze befindet. Also wir haben jetzt hier das Hoch einmal markiert mit der roten Linie und das Tief auch markiert. Und jede Kerze, die jetzt innerhalb dieser Zone ihr Close hat, wird eben als Bin-Stab bezeichnet. So viel erstmal dazu. Falls sich dazu irgendwelche Fragen ergeben, können Sie die gerne jederzeit in den Chat hineinschreiben. Dann werde ich entweder darauf eingehen, direkt oder dann halt im Nachhinein, wenn es sich dazu anbietet. Okay, die einfache Erklärung haben wir schon mal hinter uns. Jetzt steckt aber, wie gesagt, noch ein bisschen mehr hinter den Außenstäben. Und der Clou der Sache ist, wir können mit einem Außenstab, können wir halt nicht nur zwei Kerzen, die direkt beisammen sind, miteinander vergleichen, sondern wir haben jetzt hier eine Zeichnung und man sieht ja, grüne und rote Boxen und jede Box ist ein Außenstab. So, und man kann jetzt eben sehen, nehmen wir uns gleich mal die erste Box. Wir haben jetzt hier eine ziemlich große grüne Kerze, die ihren Schlusskurs jetzt vor der über der Vorkerze hat. Die Vorkerze sieht man jetzt leider nicht, aber das macht nichts. Und die Kerze, weil sie eben ein Außenstab ist, markiert mit ihrem Rot
und mit ihrem Tief die Range des Außenstabes, den sie bildet. Und wie gerade eben schon gesagt, jede Kerze, die jetzt danach folgt und ihren Schlusskurs innerhalb dieser Range hat, die wird als Instab bezeichnet, sodass wir quasi ja, jede Kerze, jede weitere Kerze als Instab bezeichnen können. Jetzt ist es eben so, dass der neue Außenstab, damit er entsteht, der muss den alten Außenstab brechen, also unter dem Tief sein oder über dem Hoch sein, sodass wir quasi in dem zweiten Beispiel einen neuen Außenstab mit dieser Kerze hier markieren, weil sie ihr Tief, ihren Schlusskurs unter dem Tief des Voraußenstabes hat. Und es ist in dem Beispiel dann, oder es ist in der Theorie quasi auch egal, ob ein Innenstab das Hoch außerhalb des Außenstabs hat. Das spielt keine Rolle. Wir schauen immer nur auf den Close der Kerze, sodass sich quasi der nächste Außenstab, genau genommen ist es sogar der hier, ergibt, weil sich wieder der Close unter dem Tief befindet und hier quasi immer das gleiche Spiel sich davon abbildet. So. Es muss also der alte Außenstab immer gebrochen werden und es ist eine rekursive Geschichte, weil ja, wir gucken immer zurück, was ist jetzt der aktuelle Außenstab? Bricht unsere Kerze mit dem Close den alten Außenstab? Ja, dann haben wir einen neuen Außenstab. Nein, dann ist es eben ein Innenstab. Und das Ganze können wir uns im MetaTrader mal anschauen. Hier habe ich mal ja, einen Chart aufgemacht, den Euro-US-Dollar auf H1 und das Ganze beschmückt mit unserem Außenstab-Indikator. Und ja, man kann jetzt eben sehen, man hat eben nur die beiden Boxen. Und ich persönlich empfinde es schon mal als großen Vorteil, dass diese Boxen wie eine Art Filter sind, sage ich mal. Also jeder Trader, der noch relativ neu ist, wird wahrscheinlich dieses Phänomen kennen. Man denkt, der Markt bewegt sich jetzt in eine Richtung, in die steige ich auch ein. Zack, dreht der Markt um und der Stop-Loss wird gerissen. Man geht in die Gegenrichtung mit ein, bis der Markt eben wieder umdreht. Also mal kurz als Beispiel hier zum Beispiel. Man, ja, man möchte eben Richtung Short gehen, zack, schlägt der Markt eben nach Norden ein, der Stop-Loss wird gerissen, dann sagt man sich, okay, dann gehe ich jetzt auch Richtung Long und zack, geht der Markt eben in Richtung Süden. Und obwohl wir alles innerhalb eines Außenstabes haben, also das Schlimmste, was uns eigentlich so passieren kann, ist, dass der Markt den ganzen Tag auf der Stelle tritt, keine wirkliche Richtung einschlägt und man verliert Geld. Weil irgendwie hat der Markt sich nicht bewegt, aber man ist ärmer geworden. Und das ist, das wird eben, das kann man damit rausfiltern, indem man sich daran orientiert, ob der Markt einen neuen Außenstab gemacht hat. Und wenn man sich so eine Bewegung beispielsweise mal anschaut und man würde sich daran orientieren, immer einzusteigen, wenn ein neuer Außenstab markiert wird oder man fokussiert sich eben auf die Oberseite und die Unterseite des Außenstabes, dann erspart man sich das Ganze hin und her innerhalb des Innenstabes und fliegt nicht raus und muss unendlich Position eingehen und schrottet sein Konto irgendwo. Als zweiten guten Punkt, wofür Außenstäbe auch genutzt werden können, sind, wenn man einen Einstieg schon gemacht hat und man ist beispielsweise jetzt an dieser Stelle Richtung Short gegangen, dann stellt sich halt auch immer die Frage, ja, wie kann ich denn am besten meinen Stop-Loss setzen? Und da gibt es ja die verschiedensten Ansätze. Ein Ansatz dafür wird auch geboten durch Außenstäbe. Da gibt es eben viele Trader, die setzen ihre Stop-Losses kurz über der Box des Außenstabes und lassen sich dann eben ausstoppen, in dem Falle, wenn ja, die Kerze weit genug aus der aktuellen Box herausragt oder eben ein neuer Außenstab gemacht wird. So, gibt es bis dahin erstmal
Fragen? Okay. Scheint nicht so, das ist sehr gut. Dann können wir nämlich zurückgehen. Ja, gehen wir jetzt in den MetaTrader. Nee, ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick in den Vogelscreener. Und die Sache war jetzt so gewesen, wie gesagt, der Vogelscreener basiert eben auch so ein bisschen auf der Community. Das Ganze ist ein Screener, der Ihnen dazu hilft, gewisse Kriterien zu geben in den Markt. Sie können sagen, zeig mir mal oder ich suche nach allen Assets, die aktuell 10 grüne Kerzen in Folge haben. Und das Ganze kann ich durch die Filter dann eben eingeben. So, jetzt ist es eben so, dass wir das bauen wollen, was die Community eben braucht. Und die Nachfrage nach den Außenstäben, die war extrem hoch gewesen, sodass wir gesagt haben, okay, wir bauen jetzt eine komplette Sektion, weil es eben sehr viele Filter geworden sind, die jetzt nur für Außenstäbe gedacht ist. Und ja, die Sektion ist jetzt hier entstanden, Außenstabsfilter. Und ich würde hier vielleicht mal kurz durch die Filter zur Erklärung durchgehen, was man damit denn so finden kann. Weil man hat, wenn man sich die Charts anguckt, gewisse Phänomene, wonach man eventuell Trades, ja, eigentlich Einstiege machen kann. Also man könnte ja jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte mir gerne mal einen Außenstab suchen, der jetzt den alten Außenstab in die Gegenrichtung bricht, wie jetzt zum Beispiel hier. Dann könnte man ja noch weitere Parameter angeben, dass die Kerze, die den Außenstab bricht, vielleicht extrem groß ist. Man könnte auch nach Sachen suchen wie, ich möchte mir gerne ja, eine Situation herausfiltern, wo wir schon drei oder vier oder vielleicht auch mehr Außenstäbe in Folge haben in der gleichen Richtung. Oder ich möchte mir gerne eine Situation herausfiltern, wo wir ja, vier Außenstäbe in Folge Richtung Süden haben oder vielleicht einfach eine Situation, wo wir extrem viele Innenstäbe haben. Und dadurch sind eben die verschiedensten Filter zustande gekommen. Die würde ich mal kurz erklären. Und danach habe ich eben ein paar Setups vorbereitet für Sie, die wir darauf basierend dann besprechen können. So, und ja, man muss jetzt mal das Ganze drumherum ausblenden. Also es geht jetzt eben um genau diesen Teil hier. Das sind jetzt unsere neuen Außenstabfilter. Und der erste Filter, letzter Außenstab, der zeigt uns eben alle Symbole an, die einen neuen Außenstab markiert haben. So, können wir mal aufklicken und sagen, wir wollen uns alle Assets anzeigen lassen, die einen neuen Außenstab mit der letzten Kerze gebildet haben. Darauf ist es denn, es ist eben auch egal, in welche Richtung. Wir sagen Hauptsache neuer Außenstab, kein Innenstab. Und man kann eben sehen, von den ganzen Möglichkeiten, die der Markt uns so bietet, sind es doch recht viele Ergebnisse, die uns hier geliefert werden. Also es hängt eben auch immer so ein bisschen davon ab, auf welchen Zeitintervall man unterwegs ist. In dem Beispiel werden uns jetzt alle Zeitintervalle durchsucht. Und gerade auf den Minutencharts hat man dann doch eben oft das Phänomen, dass ein neuer Außenstab entstehen kann. Man könnte jetzt an der Stelle auch sagen, ja, ich möchte mir jetzt aber nur alle neuen Außenstäbe anzeigen lassen auf dem H1-Zeitintervall. Und dann würde man das Ganze schon nochmal einschränken. Es sind trotzdem recht viele Ergebnisse. Also ist vielleicht so ein Kombinationsfilter, den wir haben. Dann haben wir den nächsten Filter, der nennt sich Außenstäbe in Folge. Das hatte ich gerade eben schon mal angedeutet. Und hier können wir eben so eine ganze Serie an Außenstäben hintereinander in die gleiche Richtung herausfiltern. Zum Beispiel kann ich mal hier sagen, ja, sechs Außenstäbe in Folge. Dann schauen wir mal und erhalten hier beispielsweise den US-Dollar, Schweizer Franken als Spot und schauen mal, dass das Ganze hier synchron ist und haben hier eben sogar noch viel mehr Außenstäbe. Also wir haben gesagt, mindestens sechs
Außenstehende wollen wir haben. Wir haben hier sogar 13 und das Ganze sieht man eben, haben wir eben so ein Szenario herausgesucht. Dafür ist eben dieser Filter da. Der Filter funktioniert auch so, dass die Angabe der außenstehenden Folge eben eine Mindestzahl liefert. Also nichts, was weniger als 6 Außenstehende hat, wird uns dann angezeigt. So. Dann haben wir den nächsten Filter, der sagt aktuelle Außenstabrichtung. Also da können wir eben sagen, wir wollen uns gerne alles anzeigen lassen, was sich gerade in einem Aufwärtsaußenstab befindet. Also quasi in einem Bullischen. Da hätten wir jetzt 218 Ergebnisse. Das ist ja so circa die Hälfte der Anzahl von den ganzen Symbolen, die wir screenen. Können wir eben mal kurz abchecken. Auf der anderen Seite 233. Also da sieht man, da herrscht so circa eine Gleichverteilung im Markt, was dieses Kriterium angeht. Genau. Und der Filter ist eigentlich relativ simpel. Jetzt haben wir den nächsten Filter, der sagt, Kurs soll überhalb des Außenstabes oder unterhalb des Außenstabes sein. Kurz mal zur Erklärung. Hier hätten wir zum Beispiel einen bullischen Außenstab und man hat eben oftmals solche Dochte, die aus dem Außenstab herausragen. Sie erinnern sich, dass ja eben nur der Schlusskurs zählt und den Außenstab mit definiert. Und deswegen bieten sich manchmal gute Einstiegschancen, wenn man außerhalb des Außenstabes ja, seinen Einstieg schon bringen kann. Wir haben dazu, darauf basierend dann auch ein Trading-Setup, was ich Ihnen noch vorstelle, bietet eben gute Vorteile, um besser in den Markt hineinzukommen. So, dann haben wir noch ja, zwei Filter verbleiben quasi. Einmal die letzte Kerze soll ein Außenstab sein, entweder in die gleiche Richtung oder in die entgegengesetzte Richtung. Also wir suchen dann quasi genau ein Beispiel oder uns eine Marktgelegenheit, wenn die letzte Kerze einen neuen Außenstab markiert hat. Oder wir können auch sagen, nee, die letzte Kerze soll ein Innenstab sein. Auch kein Problem. Und hier haben wir noch einen sehr, sehr geilen Filter bzw. Filtergruppe, weil man das Ganze ausklappen kann. Hier kann man eben sagen, wir wollen uns gerne alles anzeigen lassen, was sich ja gerade in einem Außenstab befindet und von der Distanz zum aktuellen Außenstab hoch eben sehr dicht dort dran ist. Also beispielsweise von dem ganzen Außenstab betrachtet, soll das Ganze eben 10% an dem Hoch sein. Ich kann hier mal kurz das Beispiel aufrufen. Können wir mal schauen, wie wir was Geiles finden. Genau, also hier hatten wir jetzt den letzten Außenstab, der beamig ist, quasi markiert durch diese Kerze. Jetzt haben wir ja, eine Long Candle, die sich gebildet hat. Und unsere aktuelle Kerze, die befindet sich jetzt gerade sehr dicht an der Oberseite des aktuellen Außenstabes. Der neue Außenstab wird ja immer erst dann markiert, wenn die aktuelle Kerze abgeschlossen ist. Das heißt quasi, ja, wir haben jetzt gerade eine beamische Außenstabskerze und haben viel Kaufkraft durch diese Kerze bekommen. Das ist eben fast eine Umkehrkerze fast geworden. Und wenn die Kerzen relativ dicht in der oberen Fraktion schließen, dann ist es oftmals schon mal ein Anzeichen dafür, dass die nächste Kerze wahrscheinlich einen neuen Außenstab in die Richtung bilden wird, wo sie quasi geschlossen hat. Also man kann hier schon mal mit einer höheren Wahrscheinlichkeit rechnen, dass hier eine neue Long-Außenstab entstehen wird. So, da sollte man natürlich auch immer die Zeitkomponente mit hinein kalkulieren, weil die aktuelle Kerze, die ist jetzt gerade mal zur Hälfte gebildet. Also es ist jetzt knapp 19:30 Uhr. Wir gucken uns Stundenkerzen an.
Also hat die Kerze natürlich jetzt noch auch eine halbe Stunde Zeit und kann dementsprechend auch nochmal runterrutschen. Was dafür natürlich sprechen würde, dann natürlich jetzt nicht long hineinzugehen, sondern erstmal abzuwarten. Okay. Dann haben wir die ganzen Filter jetzt erstmal durchgesprochen. Sie wissen, was Außenstäbe sind. Sie wissen, was wir für Filtermöglichkeiten haben und können jetzt entsprechend schon mal Ihrer Fantasie freien Lauf lassen, um ja, Trading-Situationen aus dem Markt zu ziehen. Und wir gehen mal wieder zurück in die Präsentationsfolie, wo wir dann natürlich noch Setups vorstellen wollen, die man aufgrund der Filter finden kann. Ja, hier haben wir natürlich noch den Außenstabindikator, damit Ihnen das Ganze eingezeichnet wird in den Chart, falls Sie daran Interesse haben. Wir schicken das Ganze in unserem Newsletter rum. Also heute Abend nach dem Webinar kommt eben eine E-Mail mit dem Indikator. Sie können sich in unseren Newsletter eintragen. Den finden Sie auf der im Footer unserer Webseite. Also einmal auf unsere Webseite gehen, forex-spieler.de. Nach unten scrollen, sich eintragen und dann erhalten Sie den Indikator für den MetaTrader 5, ganz wichtig zu betonen, zugeschickt. Falls Sie sowieso schon den Forex-Screener nutzen und das Add-on auch schon installiert haben, wir haben neulich ein Update rausgebracht für das Add-on, sodass Sie den nochmal installieren können und dann kommt das Ganze mit dem Außenstabsindikator schon. Also wer das Ganze jetzt innerhalb der letzten Tage installiert hat, der wird schon gesehen haben, der Indikator ist bereits im MetaTrader drin. So, und dann kommen wir zu den Trading-Setups. Das ist eben wahrscheinlich so der spannendste Teil, auf den die meisten schon gewartet haben. Und ja, wir sehen jetzt hier eine Marktsituation, in der wir quasi folgendes Phänomen haben. Also, wir befinden uns gerade ich spreche jetzt mal aus der Perspektive von der Kerze. Also stellen Sie sich vor, das ist jetzt hier die aktuelle Kerze, weil hier wurde auch der Trade eingegangen. So im Rückblick ist das ja immer ein bisschen verschobene Wahrnehmung, aber zu dem Zeitpunkt haben wir quasi die folgende Situation. Wir befinden uns, oder der Voraußenstab, dieser hier, der ist sehr lang. Also wir haben sehr viele Innenstäbe und der Markt ist sich unschlüssig, in welche Richtung er sich bewegen möchte. Wir haben auf der Oberseite oft Döchte, die aus dem Außenstab heraus spiken. Und das Ganze ist als Price Rejection zu deuten. Das heißt quasi, es gab hier viele Käufer. Aber es gab eben noch mehr Verkäufer, die das Ganze eben wieder abverkauft haben. Und der Markt konnte sich in diese Richtung nicht durchsetzen. Er konnte eben nicht über dem Außenstab schließen. Er hat es nur geschafft, immer kurz drüber zu schauen, aber wurde immer wieder runtergedrückt. Das ist quasi schon mal ein Zeichen für Schwäche. Und ein zweites Zeichen für Schwäche ist quasi, dass wir hier so eine Art Bogenbildung haben. Also man sieht erstmal, die Kerzen, die sind alle relativ klein im Vergleich zu den Kerzen davor. Da sieht man, die Kerzenkörper sind größer im Durchschnitt. Und hier haben wir so eine Art, ich nenne es mal Rumgetümpel vom Markt. Also kleinere Kerzen. Wir haben den Bogen und es zeigt uns, okay, geht er Richtung Süden. So, jetzt haben wir das Phänomen. Wie gesagt, wir schauen von der Perspektive hier und da haben wir ja schon den neuen Außenstab gebildet. Also es gab eine Kerze, die hat sich durchgesetzt, um einen neuen Außenstab zu markieren, der bearish ist. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Wir haben die Gegenbewegung eingeleitet und sobald wir so eine Gegenbewegung haben, wird man oft sehen, dass die nächste Kerze, also die zweite Kerze innerhalb des neuen Außenstabes, eine Art Retest macht. Das heißt quasi, sie wird nochmal die Oberseite, also wenn sie Richtung Short geht, dann Oberseite, wenn es Richtung Long geht, dann eher die Unterseite. Dort wird der Retest erfolgen. Jetzt ist es halt auch so,
Zu dem Zeitpunkt, wo man den Trade eingeht, da sieht das Ganze auch noch ein bisschen anders aus. Also wenn Sie sich mal den Teil hier wegdenken können, dann ist die Kerze hier auch nicht dunkelblau in dem Falle, sondern natürlich grün bis hier oben. Und man befindet sich jetzt halt an dieser Oberseite und es wird dort geretestet und das bildet eben eine gute Möglichkeit, um den Einstieg zu machen in die Richtung, die ja gerade sowieso schon eingeleitet wurde durch unsere letzte Außenstabskerze. Es gibt mehrere Möglichkeiten mit den Filtern, um das Ganze zu finden. Das werde ich Ihnen am besten auch gleich mal zeigen. Genau, das sehen Sie hier. Und hier haben wir jetzt so eine Art Filter-Setup, wie das Ganze, also mit, wir haben hier drei Filter benutzt, wie Sie so ein Setup finden können. Der Forex-Screener findet das eben komplett automatisiert für Sie, wenn Sie diese drei Filter nutzen. Der erste Filter ist eben der letzte Außenstab, soll vor einer Kerze entstanden sein. Das haben wir von der Perspektive aus betrachtet, dann eben hier ist unsere letzte Außenstabskerze. Dann haben wir als zweiten Filter die aktuelle Außenstabsrichtung, die soll Richtung Süden zeigen. Das Ganze wird hier auch erfüllt. Und der wichtigste Filter ist die Distanz zum Außenstab hoch. Die muss eben sehr gering sein. Also in dem Falle waren es kleiner als 10%, was Sie ja quasi zur Auswahl haben. Und dann finden Sie die Situation quasi, wenn sich der Kurs an der Oberseite befindet. Und ja, ich muss noch mal dazu erwähnen, die Kerze, die sieht dann natürlich eher so aus in dem Moment, wo Sie das screenen, ne? Also eine grüne Kerze, die nach oben ist, so dass man sich davon nicht abschrecken lassen darf, dass das Ganze jetzt so auch gebrochen werden könnte. Der große Vorteil an diesem Setup ist eben, dass Sie auch einen relativ engen Stop-Loss setzen können. Also Sie können den Stop-Loss etwas über der neuen Außenstabsbox setzen. Vielleicht achten Sie auch mal ein bisschen auf den ATR, damit Sie nicht Opfer der natürlichen Kursschwankung werden und eben zu früh ausgestoppt werden. Und ja, sobald Sie dann quasi gut in die neue Bewegung hereingekommen sind, in dem Falle wurde der Ausstieg eben sehr spät gemacht. Also wir haben eine schöne Bewegung mitnehmen können und der Ausstieg erfolgte hier, weil sich eine neue bullische Außenstabskerze gebildet hat. Also der aktuellste Außenstab war eben die von dieser Kerze hier markiert. Und wir haben jetzt eine Longkerze, die das Ganze eben getoppt hat und einen neuen Außenstab markiert hat. Und dann sind wir dort an der Stelle eben rausgegangen. So. Hier eine Frage zu dem Setup. Gibt es das Setup für alle Zeiteinheiten? Ich muss sagen, auf den kleineren Zeitintervallen bin ich nicht so unterwegs. Also M1 und M5, da sehe ich eben die Schwankungen doch sehr hoch. Also da haben Sie eben viel Wechsel zwischen Long-Außenstab, Short-Außenstab und ja, davon bin ich eben nicht so Fan. Dieses Setup, was ich Ihnen hier gerade zeige, das basiert auf der Stundenkerze. Also sind alles H1-Candles. Entsprechend sieht man auch die Schwäche, von der ich quasi gesprochen habe. Die ist hier quasi schon ja, über einen halben Tag geht hier quasi eine Außenstabskerze und die ganzen Innenstäbe dazu, über einen halben Tag, bis dann eben die nächste Bewegung umgesetzt wird. Okay, dann können wir uns das Ganze auch mal im Screener vielleicht noch mal anschauen. Wir haben hier oben eine Option Filter Setups und da können Sie sich quasi Setups anlegen. Das heißt mehrere Filter, die Sie einfach zu einem Setup zusammen speichern können, so dass Sie das per Knopfdruck abrufen können und in diesem Setup habe ich gesagt, was ich hier gerne handeln möchte. Einmal die Forex Majors, die Forex Minors und die Indizes. Ein Zeitintervall ist wie gesagt H1. Das habe ich jetzt mal zusätzlich noch angegeben.
Und dann kommen wir eben zu den Außenstabsbildern. Nochmal kurz zur Erklärung, wie das Setup gefunden werden kann. Sie sagen in dem Beispiel, die aktuelle Außenstabrichtung soll abwärts sein. Hier haben wir eben, dass der neue Außenstab, also die letzte Kerze, soll in die entgegengesetzte Richtung sein. Und dann als wichtigen Punkt noch, die Distanz zum aktuellen Außenstab hoch soll kleiner 10 sein. Dann können wir eben nochmal gucken, ob hier, da wird jetzt gerade auch kein Ergebnis dazu gefunden. Es zählt eben eher zu den selteneren Patterns, die gefunden werden. Man kann jetzt mal schauen, wir haben das Ganze auch noch für die Gegenseite, ob wir dazu aktuell was finden. Natürlich auch auf H1. Und ja, wir haben jetzt nur Ergebnisse, das heißt im Endeffekt nur, der Markt hat dieses Setup gerade nicht im Repertoire für uns. Das ist aber auch kein Problem, weil, wie gesagt, es gibt ja noch andere Außenstab-Setups, die ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Da sind auch welche dabei, die finden Sie frequenter. Für die Leute, die aber gerne sich auch über solche Setups benachrichtigen lassen wollen, die haben die Möglichkeit, sich das Setup als Filter-Setup anzulegen. Und sobald das Ganze angelegt ist, können Sie mit Klick auf die Glocke das Filter-Setup aktivieren und dann erhalten Sie eine E-Mail, sobald dieses Setup am Markt irgendwo gefunden wird. Also wenn das Ganze jetzt im FDAX beispielsweise ausgeprägt wird, dann werden Sie benachrichtigt und können einfach in den MetaTrader gehen und das Ganze handeln. Aber dann schauen wir erstmal in unserem nächsten Setup rein, was wir noch für Alternativen haben beispielsweise. Und ich würde gerne auch mal dazu erwähnen, ich habe ja mit mehreren Tradern auch gesprochen, die dazu beigetragen haben, dass wir die Außenstabsfilter jetzt umgesetzt haben und aufgenommen haben. Die haben mir natürlich auch von ihren Setups erzählt. Falls Sie jetzt Außenstäbe handeln wollen und ein Setup haben, was Sie wissen nicht genau, wie Sie das jetzt umsetzen können mit dem Forex-Screener, können Sie das gerne einfach mal in den Chat hineinschreiben und dann schauen wir mal, ob wir das so umgesetzt bekommen mit den ganzen Filtern. Und falls Ihnen auch noch ein Filter dazu fehlt, können Sie uns auch gerne benachrichtigen, einfach anschreiben. Dann werden wir das Ganze natürlich noch umsetzen, jetzt wo wir sowieso schon in der Außenstab-Sektion gelandet sind. Aber ja, zurück zum zweiten Trading-Setup. So, hier haben wir jetzt quasi ein Setup. Man sieht, man hat jetzt hier einen Trend. So, und der Trend, dort ist es natürlich immer die goldene Regel, in der Korrektur, dann quasi am Schluss der Korrektur einzusteigen. Also entweder hier oder hier. Nur ist ja auch das Problem, dass man gar nicht weiß, bis wohin korrigiert dann der Markt sozusagen. Da gibt es ja auch verschiedenste Ansätze. Einer ist zum Beispiel, dass man das Ganze, den ganzen Trendarm mit Fibonaccis vermisst und dann beispielsweise bei 50% oder 38% den Einstieg findet und dieses Preislevel einfach als Widerstand genutzt wird. Mit Außenstäben haben Sie hier eine andere Einstiegsmöglichkeit, die geboten wird. Und zwar, das Konzept sieht eben so ein bisschen danach aus, dass die Korrektur ist für uns dann vorbei, sobald die erste Gegenbewegung entsteht, also der neue Außenstab in die Gegenrichtung entsteht. Und wir wollen unseren Einstieg quasi innerhalb des neuen Außenstabes ja, machen oder so gut wie möglich halt in die Bewegung reinkommen. Und das machen Sie natürlich dann auf der Oberseite des Außenstabes. Weil wir können natürlich auch unten reingehen, wir können auch sagen, wir warten erstmal, bis der Außenstab vielleicht doch mal gebrochen wird und steigen erst dann ein, aber dann verpassen Sie natürlich die ganze Bewegung hier, die ganzen Pips und Punkte. Und von daher immer schön Richtung Shorts an der Oberseite einsteigen. Das Ganze, ja, hier mal ein Beispiel dazu, wie das
behandelt werden kann. Im Endeffekt ist es das, was ich gerade schon gesagt habe, nur dass man ja hier jetzt klar sehen kann, wir haben jetzt hier einen Trend, wir haben die Korrektur und wir sind jetzt schon in dem neuen Außenstab drin und haben unseren Einstieg sogar, wenn man es erkennen kann, so einen Ticken über des Außenstabes. Das ist ja auch ein Filter, den wir mit im Repertoire haben. Und entsprechend sind wir dann in der ganzen, im nächsten Trendarm mit dabei, bis die nächste Gegenbewegung wieder entsteht. Der Ausstieg ist dann hier in dem Falle wieder durch den neuen Außenstab, der gemacht wird. Das Ganze quasi, also mit dem Close der Candle sind wir rausgegangen. So, damit Sie wissen, wie Sie das mit dem Screener finden können, haben wir hier wieder die Filter, das Filter-Setup-Szenario für Sie aufgelistet. Das Ganze besteht eben wieder aus drei Filtern. Der eine Filter ist quasi Außenstäbe in Folge, dass wir da nur einen haben. Und das ist quasi dann dieser. Dann sagen wir, die Außenstabsrichtung, die soll Richtung Süden zeigen. Das wird sie von dem Außenstab natürlich auch erfüllt. Und jetzt kommt der Clou quasi. Wir wollen, damit wir den guten Einstieg haben, wollen wir den Kurs auch über dem Außenstab haben. Das hier zeigt natürlich an, dass der Kurs sich darüber befindet. Und dann kann das Ganze quasi zu diesem Zeitpunkt auch gefunden werden. Hier wieder die Anmerkung, bitte denken Sie daran, die Kerze, die muss natürlich zu dem Zeitpunkt auch grün sein. Und davon darf man sich dann halt nicht abschrecken lassen. Der Stop-Loss muss dann eben ausreichend gesetzt werden. Also nicht zu eng, aber beim Außenstabshandel kann man ihn schon mal enger setzen als bei, ja, natürlich beim Swing Trading oder bei anderen Setups, wo sie vielleicht sich am Swing Low orientieren, zum Beispiel. Und als genau, und man muss eben auch darauf achten, dass die Kerze noch genug Zeit hat, um wieder in die richtige Richtung zu ziehen. Also hier, dass sie quasi wieder bearish wird. Wenn wir jetzt nämlich zum Schluss der Kerze erst den Einstieg machen und die Kerze ist hier grün und befindet sich oberhalb des Außenstabes, dann macht die Kerze nur einen neuen Außenstab in die Gegenrichtung und dann sind wir ganz schnell raus. Okay, gibt es erstmal noch Fragen soweit? Hier ist eine Frage, könnte der ADX, DMI bzw. RSI dabei noch helfen? Ja, auf jeden Fall. Also man kann die ganzen Kriterien sowieso kunterbunt kombinieren. Und wenn wir zum Beispiel einen extrem hohen RSI-Wert haben und die Bewegung geht vielleicht sogar noch höher und der RSI ist jetzt auch bei über 80, wir sind übergeordnet aber in einem Short-Trend, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, in den meisten Fällen, bis der Markt sich quasi umbewegt und wir in die richtige Trendrichtung einsteigen können. Also die Korrektur soll beendet werden und wir können den Einstieg machen. Wir haben gleich auch noch einen Trading Setup, wo es noch ein gutes Indiz gibt. Aber nochmal zum RSI. Macht auf jeden Fall Sinn, dass man den mit einbezieht und sagt, der RSI soll extrem hoch sein. Wir haben einen Trend und sind jetzt gerade in der Korrektur. Der RSI ist überkauft und der Außenstab ist jetzt vielleicht sogar öfter schon rejected worden, also hat eine Schwäche, die er aufweist und wir steigen in Richtung Short ein. Okay. So, und dann haben wir jetzt noch ein Trading Setup, beziehungsweise auch so ein kleines Phänomen, was man sehen kann, wenn man sich den Charts mit Außenstäben, mit dem Außenstabsindikator betrachtet.
Und zwar, wir haben jetzt hier einfach so ein paar Außenstäbe, bullische Außenstäbe. Und man sieht es in ein paar Fällen, dass manche Dochte herausragen außerhalb des Außenstabs. So. Und das ist jetzt hier auch der Fall. Wir haben öfter die Situation, sagen wir mal zum Beispiel viermal sogar die Situation, dass das Hoch der Kerze aus dem Außenstab herausgeht und die Kerze dann aber wieder innerhalb des Außenstabes schließt. Und jetzt haben wir vielleicht sogar noch eine Kerze, die ragt heraus und schließt sogar hier unten, also im unteren Bereich des Außenstabes. Dann ist das wieder ein starkes Anzeichen für Schwäche und es würde sich sehr gut anbieten, dass wir eben einen Short-Einstieg an der Stelle machen, weil wenn die Kerze schon hier unten schließt, dann erhöht es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Außenstab, der kommen wird, ein bearischer Außenstab wird, weil wir müssen ja nicht die ganze Strecke nach oben wieder aufarbeiten. So. Und das Ganze mal, wie es denn in der Realität aussieht, das zeige ich Ihnen hier in diesem Bild. Das können Sie auf jeden Fall beobachten, wenn Sie sich die Charts angucken, dass wir hier solche Dochtkerzen haben und die sprechen immer für Price Rejection. Also es wurde verkauft, aber die Verkaufskraft, die konnte nicht standhalten, sondern es kommt eine Kaufkraft hinein und der Markt geht in die andere Richtung. Genauso wie an diesem Beispiel, dort jedoch umgekehrt. Wir befinden uns ja gerade schon in der Aufwärtsbewegung und die Hochs, die stechen außerhalb des Außenstabs heraus. Wir haben die Price Rejection. Die nächste Kerze, die schließt relativ, also mindestens unter der Hälfte. Und daraufhin entsteht eben ein neuer Außenstab in Short-Richtung. So, und das ganze Trading Setup kann man eben auch nutzen, indem man sich quasi Szenarien sucht, die oft aus dem Außenstab herausstechen, sodass man dann den Einstieg in die Gegenrichtung vollbringt. Und wie Sie das Ganze anstellen, das können Sie zum Beispiel machen mit diesem Filter-Setup, dass Sie sagen, die aktuelle Außenstabsrichtung, die ist eben long und der Kurs befindet sich jetzt gerade unter dem aktuellen Außenstab. Das heißt quasi, es wäre genau hier der Zeitpunkt, wenn Sie screenen, dass Sie diese Situation finden. Wenn Sie das Ganze umkehren, der Pfeil zeigt dann quasi nach unten, also die aktuelle Außenstabsrichtung ist short und der Kurs befindet sich über dem aktuellen Außenstab, dann finden Sie solche Situationen. Und es gibt sogar noch mehrere Möglichkeiten, also es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Ich stelle Ihnen hier in dem Moment vielleicht auch noch einen anderen Filter vor. Der nennt sich Kerzen mit Dot Range. Und da können Sie explizit danach suchen, nach Situationen, wo mehrere Hochs, also Dochte quasi entstehen. Können wir mal schauen, ob wir sowas hier finden. Nehmen das hier erstmal so raus. Jetzt ein Beispiel gefunden. Mal schauen. Naja, das geht. Also wir haben jetzt hier kleine Dochte nach oben. Und umso höher man die Zahl einstellt, umso öfter findet man halt die Kerzen, die nebeneinander sind mit dem Hoch. Also genauso wie hier. Da hätte es dann gegriffen. Und diesen Filter, den können Sie natürlich auch hinzuziehen für Ihr Außenstabshandel, dass Sie sagen, vielleicht wollen Sie quasi sich im unteren Bereich des bullischen Außenstabs befinden und dann eben mit der Dot Range nach unten. Und dann werden Sie genau solche Situationen finden. Okay, erstmal noch Fragen dazu.
Eine Frage ist die farbliche Unterlegung grün-rosa separat einzustellen. Aktuell noch nicht, aber können wir gerne einbauen. Ist keine große Sache. Okay. Ansonsten erstmal keine weiteren Fragen. Okay. Dann der Aufruf an Sie. Wenn Sie Themen haben, die Sie interessieren, die Sie gerne behandelt haben wollen, in Bezug mit Screening, dann können Sie die gerne an uns weiterleiten. Wir haben beim letzten Mal das Thema Pivotpunkte ordentlich beleuchtet. Diesmal waren es die Außenstäbe. Und wir sind mit dem Content eben sehr flexibel. Also wir haben ja wieder einen Monat Zeit bis zum nächsten Webinar und können uns dann entsprechend eben darauf vorbereiten, was am meisten von unserer Community sich gewünscht wird. Erstmal, wie ist die ganze Thematik zu sehen und wie kann man Trades damit dann auch finden? Genau. Ansonsten gilt natürlich für Sie auch weiterhin, falls Sie Wünsche haben für Filter, die Sie unbedingt für Ihr Trading brauchen, können Sie das Ganze an uns per Mail schicken. Und umso höher die Nachfrage ist nach Filtern, die gebraucht werden, dann wird das Ganze natürlich umgesetzt, weil im Endeffekt sollen Sie ja von der ganzen Screening-Software profitieren. So. Und wer den Forex-Screener noch nicht nutzt und heute aber beim Webinar mit dabei ist, dem ist natürlich strengstens zu empfehlen. Holen Sie sich den Forex-Screener kostenlos. Wenn Sie Kunde sind bei FX Flat, das kostet Sie gar nichts. Sie können einfach auf unsere Webseite gehen oder von FX Flat, wenn Sie aktiver Kunde sind und das Ganze beantragen. Geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein, noch Ihre Kontonummer zum Abgleich, damit FX Flat auch weiß, ja, der hat wirklich ein Konto bei uns. Und dann wird Ihnen der Zugang freigeschaltet entsprechend. Wenn Sie dann Hilfe brauchen bei der Umsetzung für Ihr Trading-Setup, können Sie uns auch gerne kontaktieren. Wir beantworten natürlich immer gerne Fragen, wie Sie zum Beispiel ja, gute Trends finden oder Trading-Situationen mit hohem Momentum finden. Da können wir uns gerne zusammentun und schauen, dass wir Ihr Trading-Setup mit dem Forex-Screener umsetzen können. Und dann können Sie das Ganze auch speichern als Setup und sich auch benachrichtigen lassen mit dem Forex-Screener-Signal. Genau, dann wäre es an dieser Stelle auch schon ja, vorbei von meiner Seite aus. Ich bin gerne noch bereit, Fragen zu beantworten. Die können Sie mir jetzt gerne noch stellen. Okay, also hier nochmal die Frage, wo findet man den Indikator? Den Indikator, den finden Sie einfach auf unserer Webseite, forex-screener.de. Dann scrollen Sie nach unten. Und dann können Sie sich in den Newsletter eintragen. Wir werden den Indikator rausschicken, heute Abend noch, für den MetaTrader 5 und dann erhalten Sie den einfach. Alles komplett kostenlos. Hier die Frage, kann man für Gold auch verwenden? Ja, mit dem Forex-Screener können Sie nach allen Symbolen den Markt scannen, die in dem FX Flat MetaTrader enthalten sind. Wenn Sie auch Futures handeln, dann wird das auch für Futures funktionieren. Also da werden Sie auch Trading Setups für Futures finden. Ansonsten, die Palette ist breit gefächert. Sie können oben in dem Kategoriefilter quasi mal reinklicken und dann sehen Sie auch, was es hier alles an Möglichkeiten gibt. Forex unterteilt von Majors bis Exotics. Dann haben wir Indizes, Commodities, Futures, wir haben ETFs, alle Aktien, CFDs, Forex-Spots, sogar Cryptocurrencies. Aktuell sind, wenn ich mich nicht täusche, knapp 450 Symbole auf dem Radar, die in Echtzeit gescannt werden. Und wenn Sie quasi Ihr Setup eingeben mit den Filtern, dann finden Sie das live, was gerade am Markt, wonach Sie suchen.
Okay, hiermit sich bedankt, sehr gerne. Dann die Frage, ob es auch für den MetaTrader 4 geht. Der Screener, der funktioniert auch für den MetaTrader 4. Der Indikator, den wir heute gezeigt haben, den gibt es aktuell nur für den MetaTrader 5. Ich denke, da werden wir auch bei bleiben. Wir haben generell unsere Strukturen umgestellt auf den MetaTrader 5. Es liegt einfach daran, dass das Add-on, welches wir haben, womit Sie den Forex-Screener mit dem MetaTrader verbinden können, damit sich die Ergebnisauswahl, die Sie quasi unten haben und damit Sie auch aufklicken, das kann sich dann automatisch öffnen, so wie ich es vorhin einmal gezeigt habe. Und das Add-on, das haben Sie dann in den MetaTrader installiert. Jetzt ist der Clou an der Geschichte für den MetaTrader 4. Dort gibt es nicht die Funktionalität, dass die Indikatoren automatisch auf den Chart angewandt werden können, sondern Einzeichnungen können gemacht werden, teilweise. Und es kann eben nur das Symbol gewechselt werden zu dem Symbol, worauf Sie hier geklickt haben. Und ja, das war uns dann einfach ein bisschen zu wenig. Der MetaTrader 5 unterstützt die volle Bandbreite an Features. Und deswegen haben wir uns angefangen, komplett darauf zu fokussieren. Okay, ja, hier kommt noch ein bisschen Feedback. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Okay, dann sind wir von meiner Seite aus am Ende. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, dass ich Ihnen ordentlich Mehrwert hier bieten konnte. Und wie gesagt, wer den Indikator haben möchte, einfach in den Newsletter eintragen. Wer auch so, wer schon eingetragen ist, der muss sich natürlich nicht erneut eintragen. Klare Sache. Und ja, ich hoffe mal, dass ich Ihnen so ein bisschen Inspiration auch mitgeben kann und dass Sie vielleicht neue Ansätze haben, die Sie auch untersuchen können und im Endeffekt natürlich damit dann Ihr Konto ordentlich voll machen können. Und genau, da würde ich sagen, schicken Sie uns vielleicht ein paar Themen, die Sie interessieren. Dann sehen wir uns nächsten Monat wieder im nächsten Webinar. Und bis dahin bleiben Sie gesund, viel Erfolg am Markt und vergessen Sie den Stop-Loss nicht. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Manuel. Super Webinar heute und ich bin ja auch schon gespannt, welches Thema du nächstes Mal mitbringst. Und du hast auch schon ganz gut abgeschätzt, wie viele Symbole wir aktuell anbieten. Es sind 459. Natürlich sind die 10 DAX-Werte jetzt neu dazugekommen, beziehungsweise einige waren ja schon dabei und einige sind jetzt neu dazugekommen, wie HelloFresh und Brenntag Porsche zum Beispiel. Und diese Symbole werden natürlich dann auch im Screener dann auch zur Verfügung stehen. Gehe ich mal stark von aus. Und ansonsten, Natürlich. ja, na klar. Ansonsten bedanke ich mich auch bei allen Teilnehmern fürs Dabeisein und hier aktives Mitmachen. Hat Spaß gemacht und wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Noch einen schönen Abend. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.